Aber unsere politischen Ziele sind unsere politischen Ziele und deswegen für uns natürlich gut. Während politische Ziele anderer prinzipielle Nebenwirkungen haben könnten, die wir nicht einsehen können. Ja, ist richtig. Ja, er hat aber mit dem Artefakt nichts zu tun. Wie, das ist wahr. Die politischen Nachfolgen für die Effernkirche nach meinem Tod sind mir ehrlich gesagt einfach scheißegal. Da soll sich mal die Effernkirche drum Sorgen machen. Ach, da haben wir es doch. Aber ich meine, wenn ihr sie nicht mitnehmen wollt, nehmen wir sie nicht mit. Dann ist es so. Aber nur aus dem Grund, sie ist uns unsympathisch, auf eine erfahrene Geweihte des Effer zu verzichten, wenn unser nächstes Ziel ist, eine Dämonenarche zu jagen, halte ich doch gar für reichlich dünn. Ein guter Grund wäre hingegen, dass es zu Revierstreitigkeiten mit den beiden bereits an Bord befindlichen Geweihten diverser Meeresgottheiten kommen könnte. Richtig. Außerdem haben wir noch andere Schiffe und da kann sie ja mitfahren. Es ist ja kein Verlust, wenn sie auf einem anderen Schiff dient. Würde unsere Allianz ja trotzdem stärken. Nur wenn ihr vorhabt, sie mitzunehmen zum nächsten Angriff. Was bringt mir das, wenn die mit dem Zwerg sonst wohin segelt? Irgendwann, wenn wir vielleicht bei den Zwerg dazurufen. Ja, aber das bringt mir ja erst dann was. Das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich und Manko Schminia werden bald heiraten. Wir werden nach Alusa fahren und zum Leuchtturm und dort uns den Flammenbund hingeben. Das müssen wir noch schön planen. Aber wir haben ja jetzt Hochzeitserfahrung mit Diamante sammeln können und da wird meine Hochzeit bestimmt auch wundervoll werden. Sobald wir in Valusa sind. Weil ihr so positive Anhaltspunkte bei Diamantas Hochzeit gefunden habt. Genau, das ist zu 100% genau der Grund, weswegen ich das jetzt so schnell wie möglich machen möchte. Nun, das ging ja dann doch recht schnell. Ja, manchmal muss man wendig sein wie das Wasser. Ja, verstehe. Eine seltsame Redewendung für ein Zwerg. Ja, es ist eben eine elementare Redewendung. Dass ihr die nicht kennt, aber ihr seid aber auch ungebildet. Ja, aber Zulamin, wenn ihr sie nicht mitnehmen wollt, nehmen wir sie nicht mit. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich unsere Gründe ziemlich bescheiden finde. Ja, du hast einen Punkt. Nur weil ich froh bin, Magistra Kohlraub endlich los zu sein, heißt es nicht, dass ich mich von meinen Gefühlen leiten lassen sollte und sie nicht dabei haben wollen, weil sie mich an sie erinnert. Aber zunächst haben wir ohnehin noch ein anderes Problem zu lösen, oder? Ja, wir haben viele Probleme zu lösen, da müsst ihr jetzt schon genauer werden. Mhm. Das Problem mit einer Heptachin, die nicht so viel mit dem Wasser zu tun hat. Nun, dann müssen wir darauf hinaus warten, dass Diamantis die... Kurzer Blick durch den Raum, niemand Verdächtiges hier. Gut, Fälschung des Gürtels. Vervollständigt. Was, ja, genau. Was denkt ihr, sollte ich der Mondsilber-Sultana sagen? Sie ist bereits eingeweiht, nicht wahr? Sie ist bereits eingeweiht und sie wird anfangen, Gerüchte zu verbreiten, dass wir den Gürtel hätten. Wenn wir diesen Plan einfach laufen lassen wollen, nun, dann muss ich ihr nichts sagen. Sollten wir allerdings noch beispielsweise Arkos Schar hinzuholen wollen, dann müssen wir sie informieren. Also, wozu brauchen wir diesen Prinzen? Ich denke, wir brauchen ihn nicht zwingenderweise. Er könnte die Sache vereinfachen oder er könnte sie auch verkomplizieren. In welcher Weise soll er es vereinfachen oder verkomplizieren? Nun, ihr machtet den Vorschlag, dass er sich positiv auf Eleonoras geistige Verfassung auswirken könnte, da sie ja, auch wenn ich mich nicht erinnere, offenbar nach ihm verlangt hat. Auf der anderen Seite aber ist er eine sehr persönlich involvierte Person, die möglicherweise mit der ganzen Sache überfordert sein könnte. Ihr seid also mehrheitlich dafür, ihn nicht hinzuzusehen, richtig? Ja, ich befürchte, die Problematik ist, er wird sich verraten. Da wir ihn nicht mehr brauchen, um den Geist ruhig zu stellen, sehe ich keinen Vorteil darin, ihn zu haben.
Gut, also bemühen wir uns darum, Eleonoras Geist in diese Wunderlampe zu sperren und bringen sie dann wieder hierher? Oder was ist der Plan? Genau. Dann müssen wir das Artefakt vorbereiten für den Seelentausch, müssen dann einen Körper auftreiben, müssen den Geist in den Körper verfrachten, müssen dann die Mione aus ihrer Reserve locken und dann beide Seelen tauschen und anschließend noch die seelengetauschte Mione loswerden. So der Plan. Klingt einfach. Gut. Und erst für den vierten dieser Schritte werden wir die Hilfe der Mondsilber-Sultana brauchen. Das heißt, wir informieren sie, wenn wir soweit sind. Eine Frage noch. Der Splitter, zu dem Eleonora bzw. die Mione Zugang hat. Ja. Müssen wir ihn beachten in unserer Gleichung als Variable? Habt ihr ihn nicht schon einmal einfach aufgesammelt und weggeschlossen? Ja. Ja, die Mione passt gerade drauf auf. Richtig. Hoffen wir, dass sie ihn nicht bei sich haben wird, wenn die Sache losgeht. Ansonsten müsst ihr mit dämonischen Manifestationen rechnen. Wie ihr sicherlich wisst, Kapitania. Gut, wir sollten auf jeden Fall darauf gefasst sein, dass sie den Splitter bei sich haben könnte. Wir sollten uns überlegen, welche Gegenmaßnahmen gegen diesen Splitter wir aufbringen können. Nun, wenn sie ihn in der Hand hält, nicht viele, außer einer hinreichenden Abschirmung gegen dämonische Materie. Ansonsten wäre ein wenig Objektmagie vermutlich das eleganteste. Ich denke, wir sollten diese Sache mit der Kosch-Basalt-Kiste weiterverfolgen. Wenn wir es sehr offensichtlich tun, wird es ein weiterer Beweis dafür sein, dass wir den Gürtel wirklich haben. Und nun, gleichzeitig wäre eine solche eventuell gut zur Hand zu haben, sollten wir auf den Splitter treffen. Ja, die Frage ist, wie würden sie versuchen, uns den Gürtel abzujagen? Ich meine, sie hat ja beachtliche Ressourcen zur Verfügung. Vermutlich erstmal auf diplomatische Art und Weise. Sie wird sich bei uns einschleimen und dann sagen, oh, sie würde den Gürtel einmal gerne sehen, dass sie weiß, was in ihrem Land auch so zu tun ist, bla 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 bla. Und dann würden wir ihr den Gürtel zeigen und dann würde die Fassade fallen. Sie würde sich die sprichwörtliche Maske vom Gesicht reißen und sagen, haha, und dann beschwört sie ihre Dämonen. Aber ist das nicht optimistisch? Das setzt voraus, dass sie tatsächlich persönlich hierher kommt. Genau, das zweifle ich persönlich auch an. Vermutlich werden eher ihre Armeen und Flotten kommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich halte sie für eitel, selbstverliebt und sie traut ihren Untergebenen nicht wirklich, denke ich. Ihr vergesst vor allem den Splitter aus ihrer Hand geben und erst recht nicht den Gürtel. Ihr vergesst vor allem, dass die Mione im falschen Körper natürlich nicht offenlegen möchte, dass sie die Mione im falschen Körper ist. Sie kann also wohl kaum die Ressourcen des aranischen Staates mobilisieren, um ein Bekelel-Artefakt an sich zu reißen. Wenn es im Besitz einer sehr wohlgelittenen Raja-Gewalten ist. Kann man denn Geister an Objekte binden? Jetzt an euch Magier gerichtet, der euch damit auskennt. Boltax versichert mir, man lässt ihn sich an die Lampe binden. Ich kann euch nicht mehr sagen als das. Elementargeister zum Beispiel kann ich. Aber wir reden. Eine Djinn ist kein Geist, Abelmir. Habt ihr eigentlich in eurer Einführung in die Elementarbeschwörung nicht aufgepasst? Mir einmal zu. Deswegen sagte ich mal, ein Djinn kann man binden. Ich bin mir nicht sicher, ob man einen Geist an einen Gegenstand binden kann. Nun, aber Hippolytas Meisterin scheint davon überzeugt zu sein, dass wir ihn in diese Wunderlampe stecken können. Ist es das, worauf ihr hinaus wollt, Diamantis? Nun, auch Geister. Nein, das wollte ich nicht. Ich meinte, warum fertigen wir den Gürtel nicht so, dass der Geist dort rein könnte? Mir ist keine Möglichkeit bekannt, eine solche Wesenheit mit künstlichen Mitteln zu binden. Die Bindung eines Geistes entsteht beim Tod und nicht nachträglich. Nun, ein Geist kann doch aber auch Dinge besessen machen. Sich selbst quasi an ein Objekt binden. Das ist durchaus möglich. An einen Ort, aber nicht an ein Objekt. Geister wegen sich normal nicht durch Aventurien. Die sind fest gebunden, nicht wahr? Es gibt auch Geister, die sich an einen persönlichen Gegenstand gebunden haben, der dann bei der
eine große Rolle dabei spielt, sie ins Totenreich zu schicken. Diese Wiederholung geschieht aber, so wie ich das verstehe, beim Zeitpunkt der Erschaffung des Geistes, nicht später. Das ist richtig. Genau, außerdem, welcher Geist sollte denn in den Gürtel Diamantes? Der von Dimiona oder der von Eleonora? Zumal der Geist doch danach sowieso in einen Wirtskörper überführt wird. Die ganze Sache also hinreichend nutzlos wäre. Dimiona wäre auch ein interessanter Gedanke, aber ich dachte primär an Eleonora. Oh, mir reicht das, ich schreibe Polberer. So die zwei Geister zusammenzubringen. Gib mir einfach Papier, wir schreiben Polberer, wir haben die Antwort innerhalb der Woche. Würde das auch vorschlagen, aber es gibt tatsächlich Berichte, dass sich zum Beispiel Geister etwa bei, nun ja, Hexenprozessen an den Kessel gebunden haben, in dem sie lebendig gekocht worden sind. Und dieser Kessel hat danach gespukt. Was wiederum die These belegt, dass die Bindung zum Zeitpunkt des Todes stattfindet. Genau darauf wollte ich hinaus. Ich wollte eure Argumentation unterstützen. Wir können es nicht nachträglich... Oder zum Zeitpunkt der Artefakterschaffung. Also wenn ein Artefakt neu geschaffen wird, dann können da Geister auch einfahren. Ach, Totengeister? Genau. Ja, klar. Ja. Das ist doch das, was Voltax eben sagte. Interessant. Also du musst ein Artefakt, ein neues Artefakt in Keshal Tarif musst du binden und du musst hoffen, dass es Eleonoras Geist ist, der in dieses Artefakt einfährt. Du musst erstmal überhaupt eine Okkupation erzeugen und du kannst doch mit den richtigen Metallen, das willst du als Alchemist, weißt du das auch, mit den richtigen Metallen kannst du Okkupation erzwingen. Ja, nicht herausfordern. Befördern. Genau. Ja, genau. Du kannst keine Geisterokkupation erzwingen. Ich glaube, erzwingen kannst du nur dämonische Okkupation. Das ist eine andere Geschichte, aber ja. Und zur Not kannst du dir deine eigene Artefakterstellungsthesis kannst du dir auch selbst erschweren, damit du die Okkupation... Du kannst dir den Arcanovi erschweren, um Okkupation nicht nur zu erschweren, sondern auch zu erleichtern. Das ist richtig. Genau. Und du kannst damit auch den Geist bestimmen. Das ist trotzdem... Das ist nicht garantiert, das ist nicht mein Name. Es ist natürlich nicht, aber es ist halt die Möglichkeit. Das Problem Außerdem brauchen wir das doch gar nicht, weil dafür haben wir doch die Lampe. Das Problem ist eher, richtig, so ein Arcanovi berechnet sich in Zeiteinheiten bei seiner Wirkungsdauer und du willst nicht 3 Tage in Keshal Tarif im Keller sitzen und ein nutzloses Artefakt nach dem anderen bauen, in der Hoffnung, dass dein Geist reinfährt. Ich sehe das schon. Wir prägen Münzen, Geistermünzen. Also ich wäre bereit, das zu machen, irgendwie so 10 PASP dafür. Wir können den einen Geister separieren, dass wir das mit einmal hinkriegen. Ja. Irgendwie so 10 PASP auszugeben, bis du irgendwann die richtige Okkupation hast. Sure, okay, kriegen wir hin. Wir haben nicht die Zeit. Und Diamantis hatte vorgeschlagen, dass das nicht irgendein Gürtel ist, sondern halt der Gürtel, der als Fälschung durchgeht, damit Dimiona sich den Gürtel selber anlegt. Mit dem Geist von Eleonora dran. Das ist der Plan. Wäre Voltags Plan denn darauf übertragbar? Oh, das wäre einfacher, aber wir müssen nicht das Ganze drumherum mit dem Flüssigartefakt machen, sondern legen einfach nur den Spruch auf den Gürtel. Auslöser anlegen. Richtig, Auslöser wird angelegt von einem Blutsverwandten, der Dimiona von Zorgan. Und Schakalaka, ab geht's. Einfach mal auf die Matte. Viel einfacher. Könnt ihr das? Das können wir, sofort, innerhalb der Woche noch. Ich brauche nur den Spruch. Ich brauche ASP, richtig. Ich brauche ASP und muss die These entwickeln und Voltax muss den wirkenden Spruch zur Verfügung stellen. Genau. Also wenn der Druide sich jetzt langsam mal bei mir meldet und diesen Spruch mir beibringt... Das Problem hier ist aber vor allem, der geht gegen MR, wenn ich mich nicht täusche. So, wir müssen da... Das ist schon eine Arbeit. Wir müssen da ein reversales Paralys, Psychostabiles vorne dran schieben. Okay. Ja. Aber wir kriegen zwei. Das ist ein ordentlicher Schwing. Dafür wird Voltax gut sein. Aber wir kriegen zwei Zauber. Du wirst keine 12 Punkte MR wegerzwingen. Nein, vermutlich nicht. Right, also doch, wir machen doch die Reversalis-Nummer. Ja. Dann doppelt hält besser. Wir wollen schließlich eine Heptarchen reinlegen. Das ist richtig, aber ich baller da trotzdem. Dadurch, dass er druidisch vorliegt, kann ich jeden Spruch erzwingen. Also wenn mir der Druide das beibringt. Kostet dich vor allem Hälfte nicht, oder? Das ist gut. Das heißt, kein Wirtskörper und Dimionas Geist ist danach frei und wir können ihn als Geist entschwören. Der Geist fährt dann in den Fake-Gürtel ein. Ja. I guess. I hope. Es könnte sein, dass er frei wird. Ja gut, und wenn er frei wird, stechen wir ihn ab. Ich habe einen Dolch aus Titanium. Ich bereite Bandpulver vor.
Ja, wir können das ja so arrangieren, dass der Geist an den Gürtel einfängt, er auch den Geist da festhält. Richtig, das alles basiert aber darauf, dass wir den Geist in den Gürtel kriegen. Who you gonna call? Ghostbusters. Eben nicht, über. Okay. Ja, wir dürfen nicht die Gürtel kreuzen. Ja, gut, dann haben wir doch aber einen guten Plan. Wir haben einen durchaus praktikablen Plan. Ich finde den gut. Okay, Bandpulver kriegen wir hin. Sicherstapel ist gerade in Arbeit. Ja, doch.